Herzlich willkommen bei MG Barbecue. Heute gibt es einen richtig leckeren, hör auf zu lachen, Gyros-Topf. Da hinten steht er schon, heizt hoch und hier sind die Zutaten. Alles nach dem Intro. Ich wollte mal Exhibitionist machen. Oh, Brad the Hitman. Oh, war mega. Die Sonnenbrille habe ich mir extra gekauft. Von Brad the Hitman. Du konntest aber die anziehen. Die sah so scheiße aus. Für den Gyros-Topf brauchst du Cheddar gerieben. Dann brauchen wir ein bisschen Kochsahne. Hier hinten haben wir Schweineschnitzel. Das haben wir schon klein fertig geschnitten in so kleine Streifen. Dann Gyros-Gewürz. Dann brauchen wir noch Paprika, hier vorne Knoblauch, weil ohne Knoblauch geht einfach bei uns überhaupt gar nichts. Dann brauchen wir eine Chilischote, ein bisschen Lecho, ein Schlückchen, ein Fläschchen Olivenöl, dann Tomatenmark, Zwiebeln und Metaxa. Und da hinten haben wir unseren Dutch Oven, wie schon gesagt. Den befreien wir jetzt von Deckel, den mag ich jetzt aber nicht anfassen, weil der ist nämlich bockheiß, das weiß ich schon. Weil der steht da schon 2 Minuten oder 20. Machen wir mal den Deckel auf. Guckt ihr an, da kommt die Hitze raus. Dann kommt jetzt da ein Stückchen aus unserer Flasche Olivenöl rein. Und natürlich, bevor wir eine Flasche erstmal, wenn wir die öffnen, wird gerochen. Geschmeckt mild, sehr lecker. Da kommt es rein. Und dann braten wir als allererstes unser Fleisch an. Das ist aber relativ viel, deswegen nimmst du jetzt einfach hier, braten wir das auf 2-mal an und los geht's. Und wenn du da richtig Hitze hast im Dutch Oven, dann haben wir natürlich richtig schnell auch richtig schöne Röstaromen. Richtig und richtig und richtig. Guck dir das mal an. Wunderschön. So muss es aussehen. Und so muss es aussehen. Richtig schöne Röstaromen. Richtig schnell muss es gehen. Von daher brauchst du immer viel Hitze. Das ist einfach der Trick dabei. Mir ist nicht eingefallen. Okay, heute läuft es wieder. So, und wenn die angebraten sind, das geht natürlich total schnell. Wie lange war es jetzt da drin? Ich glaube so 2 Minuten ungefähr. Tun wir unser Fleisch einmal raus. Der gute Herr nascht wieder. Und dann haben wir nachher wieder kein Fleisch drin. Ah, ist heiß, oder? Ja? Okay, das Fleisch haben wir jetzt angebraten auf 2-mal. Jetzt haben wir noch ein bisschen Öl in unserer kleinen Flasche drin. Die kommt jetzt mit dazu. Und dann braten wir jetzt unsere Paprika an. Die soll auch noch ein paar Röstaromen kriegen. Und unsere Zwiebeln, das machen wir auch noch. Also, kommt alles da rein. Paprika und Zwiebeln. Wenn unsere Zwiebeln jetzt so ein bisschen angeröstet sind und unser Paprika, kommt ein bisschen Tomatenmark mit dazu. Das tust du einfach in die Mitte halt ein bisschen rein. Den kannst du noch kurz anrösten. Und dann werden wir alles miteinander vermischen. Und dann machen wir natürlich auch noch unser Paprika und unseren Chili gleich mit rein. Nein. Unseren Knoblauch machen wir mit rein. Unser Knoblauch und unser Chili. Das schieben wir jetzt hier auf unseren Löffel. Die Hälfte geht daneben. Und dann verteilen wir das jetzt hier noch ringsrum. Oh, guck mal, das war ja aber schön. Okay, unsere Zwiebeln, Paprika und unsere restlichen Zutaten sind jetzt richtig schön angeröstet. Und jetzt kommt unser Fleisch wieder mit dazu in den Dutch Oven rein. Dann nimmst du dann einfach deinen Deckel oder Schüssel, je nachdem, wo du es abgelegt hast so lange. Dann kommt alles nochmal rein. Dann mischen wir alles nochmal kurz durch. Und dann kommen wir auch schon zum Würzen. Und zwar nehmen wir jetzt hier einfach unser Gyros-Gewürz. Welches du jetzt da nimmst, bleibt dir selbst überlassen. Du kannst natürlich aber auch sehr gerne unser Gyros-Gewürz nehmen. Hier oben nochmal verlinkt. Und dazu nehmen wir jetzt hier ein Lecho. Wenn du nicht weißt, was Lecho ist im Prinzip sind Paprika eingekocht in einer Tomatensauce, leicht scharf, gibt es auch mild.
Wir mögen es aber lieber leicht scharf, so ein bisschen ungarischer Style. Und das kommt jetzt einfach mit dazu. Also wurde es ein Rezept im Endeffekt, was nicht nur rein griechisch ist, sondern einfach angehaucht ist aus mehreren Nationen. Und da wird es richtig geil. Das mischen wir jetzt hier alles nochmal durch. Und dann sieht es aus, wie es halt meistens in so einem Dutch Oven aussieht. Nicht richtig geil, aber lecker muss es sein. Und das ist einfach der Punkt. Und jetzt natürlich mit einer der wichtigsten Sachen ist Metaxa. Das kommt damit rein. Und bevor wir Metaxa da reinmachen, müssen wir natürlich erst probieren. Und so machen wir es. Lecker, da rein. 6 cl ungefähr. Dann haben wir hier unsere Kochsahne. Die schütten wir einmal mal komplett durch. Einen guten Schuss von unserer Kochsahne mit rein. Alles wie immer nochmal schön durchgerührt. Dann schließt du den Deckel. Dann verteilen wir die Kohlen. Einfach Hälfte, Hälfte. Danke. Der Herr weiß halt Bescheid. Wir machen es so lange hier schon so zusammen. Wir wissen schon, wenn der einer ein Zeichen gibt, was da los ist. Also, verteilst du einfach ein bisschen Kohlen. Wir wollen mittlere Hitze haben, gar nicht so viel. Die anderen Kohlen tun wir jetzt gleich nochmal ein bisschen beiseite schieben. Und dann warten wir jetzt ungefähr so 10 Minuten ab. Dann sollte auf jeden Fall unsere ganzen Zutaten so durch sein, damit es richtig Geschmack anbringt. Und dann wollen wir natürlich noch richtig Geschmack ranbringen. Das heißt, wir hauen dann noch ein bisschen Metaxa halt rein nach Geschmack. Und natürlich unser Käse fehlt, weil unser Käse muss da rein, sonst wäre es kein Gyros-Auflauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das noch machen. Und dann sollen sie immer ihn trinken, weil dann sind sie besoffen, bis sie fertig sind mit dem Video. 10 Minuten später öffnen wir den Deckel. Ich habe euch versprochen, hier haben wir einfach ein bisschen Hitze weggenommen. Und dann gucken wir einfach mal rein. Wir haben es gerade schon gemacht, haben es gesehen, dass es schon leicht anfängt zu blubbern. Und so wollen wir das natürlich. Guck mal, und jetzt wird es so richtig schmatzig. Und so soll es ja ein Dutch Oven sein. Richtig schmatzig, richtig lecker, richtig geil. Aber eins fehlt, und zwar ist das Käse. Welchen Käse du am Ende nimmst, welchen geriebenen Käse, bleibt dir völlig selbst überlassen. Wir haben uns hier für Cheddar entschieden. Der klassische Grillkäse. Und der kommt jetzt hier oben drauf, weil Auflauf ohne Käse ist kein Auflauf, sondern einfach nur... ein Gericht ohne Käse. So sieht's aus. Also, bei dem Auflauf muss einfach Käse drauf sein. Also, 2 Packungen. Der Manuel hat's bezahlt. Und da machen wir natürlich alles drauf. Da sind wir nicht geizig. Da hauen wir nochmal alles raus, was hier geht. Dann machen wir unseren Deckel oben drauf. Und bei einem Auflauf ist es halt wichtig, kaum Hitze von unten, aber richtig Hitze von oben. Das heißt, wir wollen unseren Käse optimal, am besten natürlich gratinieren. Und das kriegen wir mit richtig Hitze von oben hin. Sollte jetzt nicht so lange dauern, ungefähr 5 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit ganz viel Hitze öffnen wir mal den Deckel und dann schauen wir mal rein. Und da blubbert es. So wie das in einem Dutch Oven blubbern sollte. Und jetzt nehmen wir uns mal unseren Kochlöffel und dann gucken wir mal einfach rein. Was machst du? Ich will mal reingucken jetzt für... Film. Nein, gucken Sie da rein, der Born ist da. Hier, Bild machen schön. Wenn du da jetzt rumrührst, sieht's aus wie gespien. Okay, wir machen ein schönes Bild. Viel Spaß. Dein Bild machen. Oh, läuft halt. Bei mir läuft's halt. So, guck mal hier, den Deckel. Heber. Jetzt. Film. Film jetzt, ist gut. Bin gut drauf. Sehr froh, dass ich nicht aggressiv werde. Und jetzt nehmen wir unseren Dutch Oven von der Feuerstelle, stellen ihn hier auf unser Brettchen. Dann macht der Manuel noch ein paar schöne Bilder. Das wird schwierig, ich weiß es. Aber das ist heute seine Aufgabe. Ich stehe vor der Kamera, laber euch voll und er macht die Arbeit. So sieht's aus. I'm sexy and I love her. Ah, nee, I know it heißt es, ne? Was soll ich das machen? So rühren?
Versucht es so hochzuziehen, vielleicht zieht es ja Fäden, ich weiß es nicht. Dann immer, komm, das fand ich jetzt gut. Dann, danke. Der Löffel für dich, der silberne. Aber das sieht gar nicht so schlimm aus, irgendwie so. Nee. Und ich muss ja sagen, ich habe jetzt gerade schon leicht gekostet, gerade. Und ich nehme mal mit Käse und Ding. Richtig begeistert. Oh, warte mal. Mit Käse und Zwiebeln und Paprika und allem drum und dran. Einen guten. Oh, das ist wieder so heiß. Naja, tröstbar. Das schmeckt so geil. Gut, gell? Komm, ist lecker. Gell. Ist schon lecker. Gell. Magst du einen Schluck? Einen Schluck? Einen Schluck. Komm, trink nochmal einen. Dann wird's besser. Du, wir müssen voll mit denen ja auch reden. Lecker. Deine sehr Augen, geil. Zum Glück guckst du nachher neben mir vorne, guck mal. Die werden immer kleiner, als der mittags hat. Der ballert. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr auf Griechisch steht, dann müsst ihr diesen Topf einfach probieren. Der sieht komisch aus, aber das ist halt einfach bei einem Dutch Oven Gericht halt meistens so. Aber? Schnell gemacht auch noch. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich würde daran nichts verändern. Der ist einfach perfekt. Das mit dem Gratinieren hat nicht so funktioniert, weil zu viel Flüssigkeit drin ist. Die Flüssigkeit ist nach oben gestiegen, dann gratiniert das nicht so richtig. Aber es tut absolut keinen Abbruch. Obwohl das schon sehr geil wäre, wenn es so eine geile Käsekruste oben drauf wäre. Das wäre noch so ein Topping. Aber vielleicht kriegst du das da draußen hin. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt den Abspann. Mhm. Passt aber ganz gut, würde ich auch noch sagen. Entweder Nudeln oder Reis dazu. Wenn du das jetzt über den Reis gibst oder über ein paar Nudeln, ne, mega geil. Richtig geil, oder? Der Manuel wollte jetzt aber einen Abspann machen, dass er mir das schneller geht. Damit er das schneller geht. Ich kann es ja sagen, ich habe jetzt schon 8 Metaxa getrunken, ungefähr. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann schalt das nächste Mal wieder ein und zwar. Nee, nein, ich wollte noch was anderes sagen vorher. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann kommentier, like und abonniere uns. Dienstag, Donnerstag und am Sonntag kommt immer ein neues Video von uns raus. Der Manuel frischt schon wieder hier den Dutch Oven leer. Und deswegen kommt der Abspann. Schalt das nächste Mal wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Das ist lecker. Das ist geil, ja? Ey, das ist richtig geil.